Herzlich willkommen im Verteidigungsministerium. Wir haben Besuch vom litauischen Verteidigungsminister Herr Kaschunas. Die beiden Minister haben miteinander gesprochen. Jetzt gibt es erst die Statements und dann Zeit für Fragen. Herr Minister. Ja, guten Abend, lieber Laurinas, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass du hier bist, dass wir uns in unserer zweiten Begegnung, die erste war eine relativ flüchtige, da ist Translation. Ja, ich verstehe. Okay, oh, perfekt. Dass wir uns neben einem ersten sehr kurzen Treffen heute länger unterhalten konnten. Danke für den vertrauensvollen Austausch. Das war dein erster Besuch hier in Berlin, dein erster Besuch mit militärischen Ehren. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen konnten. Und das Besondere an dem heutigen Besuch ist, dass es einer ist, der innerhalb von einer Woche gewissermaßen von mir erwidert wird, wenn ich zu dir nach Vilnius komme. Das ist durchaus ungewöhnlich, zeigt aber, dass Deutschland und Litauen viel sich vorgenommen haben, viel auf den Weg bringen und dass wir uns dabei, was auch nötig ist und wunderbar funktioniert, sehr gut absprechen. Und unsere gemeinsame Bilanz bis heute kann sich sehen lassen. Bereits seit Januar 2017 stehen unsere Truppen Seite an Seite in deinem Land und übernehmen die vorne Verteidigung im Bündnisrahmen. Und seit wenigen Monaten, genauer gesagt seit Sommer letzten Jahres, arbeiten wir daran, dauerhaft deutsche Soldaten in Litauen zu stationieren. Seit April ist das Vorkommando der Brigade vor Ort und trifft die Vorbereitung für den Aufstellungsstab. Ende des Jahres soll der vor Ort sein. Gleichzeitig baut ihr die zivile und militärische Infrastruktur als Voraussetzung dafür, dass wir dann dauerhaft dort stationieren können. Parallel arbeiten wir hier in meinem Ministerium in einem Artikelgesetz, das die Rahmenbedingungen schafft für die Verlegung von insgesamt 5000 Personen. Nachdem der Aufstellungsstab dann vor Ort sein wird, Ende des Jahres, werden schrittweise Kräfte nach Litauen verlegt werden. Über die Jahre 25, 26 und 2027 im Laufe des Jahres wird die Brigade einsatzbereit sein, vorausgesetzt alle Voraussetzungen sind erfüllt, spätestens jedenfalls bis Ende 27, so wie verabredet. Bei all dem, bei all den Abstimmungen, die dafür erforderlich sind, nicht nur zwischen uns, sondern auch zwischen den anderen baltischen Staaten und den Host Nations Großbritannien und Kanada, das hilft dieses Format sehr. Deswegen habe ich im letzten Jahr bei meinem ersten Verteidigungsministertreffen in Brüssel dieses als Treffen installiert. Die drei Staaten, die drei baltischen Staaten, wir, Kanada und Großbritannien treffen uns seitdem bei jedem Treffen und koordinieren unsere Aktivitäten und Pläne an der Ostflanke im Baltikum. Auch bei Reisen zu einem der Länder des 3+3-Formats wie vergangene Woche nach Kanada konnten wir auf dieser gemeinsam erarbeiteten Grundlage aufbauen. Und im Juni wird bei der nächsten Sitzung erstmals im Einzelfall, also nicht bei jeder Sitzung, aber im Juni auf der Sitzung werden das erste Mal Polen und die USA teilnehmen, weil sie natürlich in der Region eine zentrale Rolle spielen. Und wir wollen, dass sie eingebunden sind und ihre Sichtweisen ebenfalls mit einbringen. Das hatte ich bei dem letzten Treffen angeregt. Ein weiteres wichtiges Thema heute war zwischen uns natürlich die Unterstützung der Ukraine. Und vorweg muss man sagen, Litauen leistet ungewöhnlich viel. Vielen Dank auch für eure Beteiligung an unserer Initiative zur Luftverteidigung. Die Abgabe von 6 Ember 1800 Radarsystemen ist ein Beitrag, der in der Ukraine Menschenleben rettet. Wir freuen uns unsererseits, dass wir an der von Litauen geführten Demining Coalition, dass wir dazu beitragen können. Unsere jüngsten Beiträge, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Wir liefern, das wissen Sie, unter anderem ein weiteres Patriot-System. Die Ausbildung hat bereits begonnen. Wir liefern IRIS-T-Systeme, Gepard- und Artilleriemunition. Und im Rahmen der von Deutschland geführten Capability Coalition Air Defense unterstützen wir die langfristige Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Ein Wort noch zur bilateralen Zusammenarbeit, dafür, die ich mich ausdrücklich bedanken möchte. Im Rahmen der Quadriga 24, Steadfast Defender 27 oder im Bereich der Rüstungskooperation, das läuft, wie man so schön sagt, wie am Schnürchen. Nächste Woche bei der Grand Quadriga-Übung werde ich selbst vor Ort sein und mir ein Bild verschaffen. Ich freue mich sehr, dass wir immer weiter zusammenrücken und mit der deutsch geführten EU Battle Group 2025 gemeinsam einen Beitrag
zur europäischen Sicherheit leisten können. Ich finde, lieber Lorinas, wir kommen in großen Schritten voran. Ich habe dir vorhin gratuliert zu deiner Amtsübernahme. Das geht in diesen Zeiten immer schnell unter. Plötzlich ist man drin und macht seine Arbeit. Danke dafür. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir und freue mich natürlich auf meinen Besuch nächste Woche in Litauen. Vielen Dank. Der Minister der Verehrter Minister Boris, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Es ist mir eine große Ehre. Natürlich haben wir ein gemeinsames Projekt, die Brigade. Das ist ein strategisches und wichtiges Projekt für Litauen und für unsere Gesellschaft. Ich habe ja schon erwähnt, 85% der litauischen Gesellschaft unterstützt die deutsche Präsenz, die deutsche militärische Präsenz in Litauen. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Wir müssen daraus jetzt eine Erfolgsgeschichte machen, und das werden wir auch. Wir als Land tun alles, was notwendig ist, um ihre Soldatinnen und Soldaten aufzunehmen, damit sie sich zu Hause fühlen. Wir richten die Infrastruktur aus, das Gesellschaftliche, das Militärische. Wir machen hier Fortschritte in Rudninka. Das wird ein Trainingsgebiet sein. 40 Kilometer Straßen sind schon gebaut. Wir haben auch schon Unterbringungen gebaut, Gebäude errichtet. Und wir sprechen das mit den Firmen ab, dass sie schnell arbeiten, Kindergarten, Schule und Schießanlagen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Soldaten und das Vorauskommando zu treffen. Wir arbeiten in guter Abstimmung in Vilnius. Die Brigade für uns ist lebenswichtig. Es ist ganz wichtig für die Verteidigung und Abschreckung. Es ist eine große Veränderung bei uns und ist auch ein Vorbild für unser Land, wie man Verteidigung und Abschreckung an der Ostflanke organisieren kann. Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Führung, Ihre persönliche Führung dabei. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben noch weitere gute Neuigkeiten. Die deutsche Firma Rheinmetall kommt nach Litauen mit direkten Investitionen und wir werden flexibel hier agieren. Rheinmetall, die Investitionen sind als Priorität anerkannt von unserer Regierung und es geht um die Produktion von 155 mm Munition, die für die Ukraine und für Europa wichtig ist. Das ist auch eine Erfolgsgeschichte und das wird eine Art Icebreaker sein. Wir hoffen, dass wir nicht nur deutsche, sondern auch andere Firmen, amerikanische Firmen anregen können, bei uns zu investieren. Das ist ein Zeichen der Sicherheit, wenn solche Unternehmen bei uns investieren. Das zeigt, dass wir ein sicheres Land sind, dass man hier gut Geschäfte machen kann. Ich möchte Ihnen auch danken für Ihre Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine. Manchmal hört man solche Komplimente nicht, aber Ihre Entscheidung zum Thema Luftverteidigung bei der Unterstützung der Ukraine und die weitere Patriot-Einheit, das ist besonders hilfreich. Sie haben noch Ressourcen bei Ihnen gefunden und Sie haben die Initiative gestartet, Sie und die Außenministerin. Sie haben diesen Brief an alle Minister bei der NATO geschrieben. Das war fantastisch und ich empfinde das als eine moralische Führung, die Sie da übernehmen, dass wir nicht müde werden sollen, dass wir auch weiterhin die Ukraine unterstützen sollen, vor allem bei der Luftverteidigung, die so dringend benötigt wird. Vielen Dank dafür. Wir machen bei dieser Initiative mit. Wir liefern Radarsysteme, die der Ukraine auch sehr nützen werden. Hier möchte ich jetzt enden. Vielen Dank nochmal, Herr Minister. Es gab schon zwei Meldungen. Herr Hoffmann, wer dran mit der ersten Frage? Mikrofon kommt. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage an Sie beide. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, sonst kann ich es auch noch mal in Englisch wiederholen. Ah, ich sehe. Es geht um die Stationierung der Brigade. Können Sie sagen, was dort tatsächlich an Infrastruktur jetzt schon geschaffen wurde, was die nächsten wichtigen Schritte sind, wie die Zeitlinie aussieht, das heißt, was in diesem Jahr zum Beispiel noch erreicht werden muss, das Ganze möglichst konkret. Und eine zweite Frage, wenn ich darf, wie besorgt sind Sie
über die jüngsten Vorstöße russischer Truppen in der Ukraine, dass das den Russen sozusagen gelungen ist. Stellt sich die Lage aus Ihrer Sicht dar? Ich würde vorschlagen, dass was zu dem Fortgang der Herstellung, der Erstellung der Infrastruktur in Litauen gleich sagt, zur Lage in der Ukraine. Ja, die ist bekannt. Die russischen Streitkräfte haben leichte Geländegewinne zu verzeichnen. Es ist keine Überraschung, dass die Ukraine gerade mächtig unter Druck steht an der Front. Das liegt schlicht und ergreifend an Kapazitäten. Es liegt nicht zuletzt am Personal, also an der Mobilisierung von Soldatinnen und Soldaten, aber natürlich nach wie vor auch vor allen Dingen an Munition und Waffen. Bei der Luftverteidigung tun wir gerade, hat Laurin das ja gerade erwähnt, alles, was möglich ist. Und es gibt einige Beiträge inzwischen, einige Reaktionen auf unseren Brief. Leider noch nicht so viel, wie wir glauben, für die Ukraine zu brauchen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, immer noch mal wieder den Appell zu wiederholen. Alles hilft, Geld auch, aber Geld bedeutet, dass produziert werden muss und dann hilft es eben nicht sofort. Wir brauchen also Missiles, aber wir brauchen vor allen Dingen auch Systeme. Dafür werben wir weiter, um insbesondere dazu beizutragen, dass die kritische Infrastruktur, die Energieversorgung in der Ukraine geschützt werden kann. Und gleichzeitig ist es wichtig, jede Hilfe zu leisten, um die Munitionslieferung zu erhöhen. Auch da sind wir im fortlaufenden Austausch mit der Industrie. Die Zahlen gehen hoch und ich denke, in den nächsten Monaten wird sich das auch abbilden lassen auf dem Schlachtfeld. Ich möchte Ihre Frage nun zu beantworten versuchen. Dieses Jahr war ein Jahr der Vertragszeichnungen für alle Unternehmen, die damit begonnen haben, Infrastrukturprojekte umzusetzen. Ein Großteil davon befanden sich auf dem Übungsgelände, denn wir haben etwa 300 bis 3500 Soldaten aus Deutschland, die in Litauen leben werden, haben wir zu erwarten und dort üben werden. Und das ist in der Nähe von Vilnius. Hier haben wir also bereits verkündet, dass wir ein Angebot ausgeschrieben haben. Wir haben hier Unternehmen, die die Absicht haben, hier zu bauen. Und die erste Stufe dieser Unterbringung soll nun gebaut werden für etwa 500 Personen. Und Baubeginn ist im September. Also wir beginnen im September mit dem Bau des ersten Unterkunftsgebäudes. Und dann haben wir dann wirklich physisch die Bagger vor Ort, die dann da anfangen zu graben. Wir haben aber auch bereits Straßen gebaut, also Straßen zum Übungsplatz. Es sind 40 Kilometer Straße aktuell, die bereits fertig sind im Übungsplatz. Und das wollen wir ausweiten und wollen das im Sommer beenden und abschließen. Dann haben wir begonnen, an den Schießplätzen zu arbeiten. Das heißt, wir bewegen uns mit viel Elan voran. Ihre Soldatinnen und Soldaten, Ihre Brigade wird ja auch nicht alle auf einmal kommen, sondern schrittweise. Einige kommen im Oktober dieses Jahr, dann kommen 25 und 26 noch mehr Soldatinnen und Soldaten. Also da haben wir dann die Möglichkeit, dies langsam schrittweise zu absorbieren, diese Personalmenge. Wir reden viel miteinander, wir sind im Austausch, koordinieren, wir haben Arbeitsgruppen, die natürlich aufkommende Probleme, sollten sie auftauchen, dann lösen. Und ich glaube, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Herr Minister, wenn ich der Berichterstattung der Kolleginnen und Kollegen Glauben schenken darf, haben Sie ja geäußert, dass Sie den Job, den Sie gerade machen, nicht unbedingt machen müssen. Jetzt haben wir uns gerade an Sie gewöhnt, müssen wir flexibler werden. Und hängt Ihre Bereitschaft, weiterzuarbeiten, möglicherweise an einer Budgetzusage von Seiten des Finanzministers ab? Zu Deutsch, wie sind denn die Gespräche, die Sie heute mit Herrn Lindner geführt haben, gelaufen? Also ich weiß ja nicht, wer die ominöse Quelle ist aus dieser Sitzung. Ich habe zu keiner Zeitpunkt irgendjemandem angedroht oder in Aussicht gestellt, dass ich meinen Job quittieren könnte. Um das klar zu sagen, ich habe immer noch großen Bock auf diesen Job und so schnell werden Sie mich nicht los. Aber in einer impulsiven Diskussion sagt man auch schon mal das eine oder andere. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich auch mal etwas zugespitzt formuliere. Ich habe mich über ein paar Äußerungen geärgert und habe gesagt, was soll das eigentlich? Ich muss das hier nicht machen.
Das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Hat jedenfalls weder was mit Haushalt zu tun, noch mit Olaf Scholz, sondern mit dem Gesprächspartner in dieser Runde. So, ich glaube, dann könnten wir das jetzt vielleicht auch mal verlassen, das Thema. Mein Gespräch mit Christian Lindner, beziehungsweise ihm und seinem Team, war außerordentlich kollegial, offen und herzlich. Sie werden verstehen, dass ich im Stadium der Haushaltsverhandlung, in dem wir gerade sind, Abstand nehmen möchte, davon Wasserstandsmeldungen oder Zwischenstände verlautbaren zu lassen, weil das mit Zweifel den Verhandlungen nicht zuträglich ist. Und deswegen hoffe ich auf Ihr Verständnis. Dann wären Sie dran. Ah, der Hauptstadtstudio. Herr Pistorius, an Sie Frage nochmal. Sie hatten ja dem Thema Wehrpflichtmodell zuletzt auch eine große Bedeutung eingeräumt, arbeiten ja momentan daran, etwas vorzulegen in der Sache, haben auch betont, dass das etwas sein könnte, was Deutschland braucht, um die Rekrutierung der Bundeswehr künftig anzugehen. Den Kanzler konnte man jetzt bei seiner Schwedenreise da deutlich zurückhaltender verstehen, dass er dem Ganzen nicht so viel Bedeutung beimisst. Und dann noch, wenn ich darf, eine Frage an unseren Gast aus Litauen. Aber wo ist die Frage? Finden Sie, also wie würden Sie das einordnen? Sagen Sie, da gibt es eine unterschiedliche Gewichtung zwischen ihm und dem Kanzleramt? Wollen Sie erst die erste Frage an ihn, die nächste Frage an ihn stellen? Natürlich gerne. An den Gast aus Litauen die Frage, in Ihrem Land hat es ja auch eine Debatte darüber gegeben, wie die Infrastrukturmaßnahmen bezahlt werden können, wie sich die Kosten für die Entsendung der deutschen Brigade verteilen. Was ist da Ihre Position und wie weit ist da die innenpolitische Debatte in Litauen? Danke. Also zur ersten Frage, nein, es gibt da gar keine Unterschiede. Wahrscheinlich reden wir nicht über den gleichen Sektor der Personalgewinnung. Wir führen jetzt unsere Gespräche zu dem Thema innerhalb der Koalition, innerhalb der SPD. Und ich werde, denke ich, innerhalb der nächsten, wir haben jetzt Pfingsten, wir haben noch eine Reise von mir. Also ich denke mal, in den nächsten 3 bis 4 Wochen werde ich mit einem konkreten Vorschlag, so wie angekündigt, rauskommen. Und der dürfte dann auch abgestimmt sein. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da auf einem Weg unterwegs sind, weil alle wissen, wir brauchen einen personellen Aufwuchs, nicht nur für die Stammtruppe, also für die Kerntruppe, sondern auch in der Aufwuchsfähigkeit für den Ernstfall. Also, es gibt keine Debatte über die Brigade in Litauen, die aus Deutschland kommt, denn alle Parteien aus dem ganzen politischen Spektrum unterstützen die Brigade. Das ist die allergrößte Priorität für uns in Litauen, und zwar für alle. Wenn man aber über die Ressourcen spricht, da haben wir ein sehr hilfreiches Modell. Das nennen wir öffentlich-private Partnerschaft, ÖPP. Und wir bauen sogenannte Militärhotels sozusagen um die Truppenübungsplätze herum. Ein Großteil wird also durch ÖPPs gebaut und die Unternehmen investieren ihre eigenen Ressourcen in den Bau und dann bekommen wir den Schlüssel für die Unterkunftsgebäude für die deutschen Soldatinnen und Soldaten und wir bezahlen dann in ungefähr 10 Jahren für die Unterkunftsgebäude. Und das hilft uns natürlich, die Lasten etwas auf die Jahre hinweg zu verteilen. Das ist sehr nützlich, sehr effektiv und darauf stützt sich ein Großteil unserer Investitionen ab auf diese ÖPPs. Und so können wir dann die Zahlungen etwas ausdehnen auf verschiedene Jahre und das können wir dann ziemlich einfach stemmen. Ja, aber das heißt doch, dass am Ende jemand dafür bezahlen muss. Also, ja, also es gibt große Freude für die deutsche Brigade zu bezahlen in Litauen. An den Litauer. Herr Minister, Sie wissen, dass wir in Deutschland viele Debatten erleben über den Haushalt. Herr Pistorius hat es ja gerade schon angesprochen und ich frage mich, Herr Pistorius bittet um mehr Geld für seinen Haushalt, damit er für die Brigade zahlen kann in Litauen. Aber was, wenn er das Geld nicht bekommt? Machen Sie sich Sorgen, dass er dann kein Geld hat, um für die Brigade aufzukommen? Ich glaube, der Minister wird diese Gelder bekommen. Ich bin sicher. Aber welche Botschaft würde das nun senden, wenn Deutschland das Geld für die Brigade nicht aufbringt? Nun, das sehen wir nicht als Option. Das ist keine Option für uns. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nicht mehr umkehren können. Und es ist bereits jetzt schon eine Erfolgsgeschichte. Keine Fragen mehr? Dann vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank. Und einen Schritt. Thank you.